Der Radsport auf LT1 wird Ihnen präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich. Sprünge über Felsen, Abfahrten durch den Dreck oder steile Anstiege. Beim Mountainbiken müssen die Sportler mit jedem Terrain umgehen und das bei jedem Wetter. Umso nässer es wird, umso kälter es wird, umso schwieriger wird, wenn man natürlich vom Körper auskühlt und die Gegebenheiten schwieriger werden. Und das sind unsere großen Herausforderungen. Dem Wetter trotzen hier schon die Jüngsten. In der Mountainbike Kids Academy trainieren und messen sich Nachwuchsbiker. Unter Aufsicht von Radprofifahrerin Babsi Meier. Die Mountainbike-Kurse mache ich, weil ich finde, ein Kind sollte auf jeden Fall Radfahren können. Und die Challenges mache ich, weil es eigentlich gefordert wird von den Kindern, weil die möchten sich immer gerne matchen und das kann man im Training natürlich nicht machen. In Lichtenberg können die Kids auf 11 Stationen ihr Können ausprobieren, zum Beispiel balancieren, springen oder im Bikepark auf Zeit fahren. Das Wichtigste aber, die richtige Grundtechnik. Sie lernen auch mit gewissen Situationen umzugehen. Das heißt, man nimmt ihnen Angst, egal in welcher Sportart das dann umgesetzt wird. 75 Teilnehmer starten bei der Mountainbike Challenge. Die jüngsten 7, die ältesten 17 Jahre. Die Herausforderung für alle gleich. Ja, da gibt es schon viele Stellen. Zum Beispiel bei der Schanze, die ist relativ schwierig. Über die Schanzen springen, man kann alles lernen. Im echten Gelände fahren, nichts für schwache Nerven. Zum Beispiel bei einer Schanze einmal, die war so hoch und da musste ich meine Angst überwinden. Auf jeden Fall bei Rennen, wo große Sprünge sind, brauche ich extrem viel Überwindung, dass ich überhaupt runterfahre. Egal ob klein oder groß, das Biken draußen lieben sie alle. Mit der Anleitung vom Profi geht's dann vielleicht schon bald Richtung Mountainbike-Staatsmeisterschaften.